Die konnte man im Originalspiel auch irgendwie finden. Ich weiß gar nicht, was das gebracht hat. Aber ist schneller. Damals sind Tain und ich. Barret hält jetzt einfach so einen Vogel? Vergesst es. Lassen wir lieber die Brücke runter. Achso, und da können wir dann wechseln, oder wie? Schubst sie einfach weg. Okay. Ihr beiseite gehöre. Im Original musste man auch eine Zugbrücke runterlassen, glaube ich, ne? Hat geklappt. So, das war's. Sagen wir den anderen Bescheid. Aber es war eine coole Etappe quasi. Hat richtig Spaß gemacht. Hallihallo, Juffi hier. Cloud, bist du da? Kannst du mich hören? Wie geht's dir? Alles okay? Geht schon besser. Wir schnappen uns eine Lore und fahren nach unten. Ihr folgt am besten einfach den Gleisen. Unterwegs gibt es eine Hängebrücke. Da können wir uns treffen. Okay. Sieht schon geil aus, ne? Ach du Scheiße. Zu heftiges, sonst kotzt mich ein gewisser jemand hier noch voll. Hast du gehört, Cloud? Ich hätte ja nichts gegen Action, aber was will man machen? Achso, okay, jetzt muss ich mich hier getrennt durchschlagen. Das ist jetzt das andere Team hier. Die Musik ist wieder ganz anders plötzlich. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt wieder Materia ein bisschen wechseln. Ah, ich brauche die Fähigkeiten von ihr vor allen Dingen mal so langsam. So, warte mal, der hat auch noch hier in so einen zweiten. Mach sie auf. Irgendwann habe ich das freigeschaltet. Ich weiß noch nicht wann. Oh, bei mir habe ich gar nichts drin. Ne? Ändern sich diese Fähigkeiten, je nachdem, was für eine Waffe ich habe oder so?
Oh, physische Attacke plus 20, nice. Geht. Warte, ich hab vorhin irgendwie was runtergeschmissen. Muss das wirklich sein? Ja. Okay. Caution. Ja, alles gut. Das ist halt die Qual deines Berufes, würde ich sagen, ne? Dass du am Sonntag arbeiten musst. Oder am Wochenende. Oder zu Hause oder wie auch immer. Okay, hier komme ich nicht weiter. Und die kann ich nicht kaputt machen. Das Gebirge ist ja mega riesig. Du kannst die Weiche umstellen. Momentan ist die von Barrett bevorzugte halsbrecherische Route eingestellt. Ich würde ja die halsbrecherische einfach irgendwie... Naja, wohl, komm. Ja, freut mich ja, dass es mein Stream geworden ist. Die Gleise sehen ziemlich alt aus. Auch wenn ich immer noch ein bisschen krank bin. Weißt du das? Meine Pfoten irren sich genauso wenig wie meine Nase. Ah, davon habe ich gehört. Die Pfoten von Hunden und Katzen können mehr erspüren, als wir uns jemals vorstellen können. Oder, Red? Mit deinen... Polstern. Meine Pfoten. Sag mal. Nein. Ich hab's doch noch gar nicht gesagt. Hauptsache, ich bin trotzdem wieder halb tot, Alter, ey. Mit Cloud zu... Schutzbit? Ich glaube, ich habe das Gefühl, mit Cloud zu kämpfen, ist einfach irgendwie sehr halsbrecherisch. Mit Yuffie hat das gerade viel, viel mehr Spaß gemacht und war viel, viel effektiver, weil ich nicht so oft nur ansatzweise angeschlagen war oder so. Aber wie lang auch diese Route ist, Alter. Holy shit, ey, das ist richtig krass. Ich hasse Bomber, ne? Au. Kannst halt auch kaum mit ihm vernünftig dodgen, weil du... Weil du irgendwie nicht so wendig im Angreifen bist. Deinem Riesenschwert, da kloppt er immer irgendwie drauf und dann stehst du halt erstmal da.
Ja, das stimmt. Die schaffen. Es gibt ja so manche Gegner, die sind halt immer, immer wieder drin. Wenn ich jetzt hier lang gehe, liegt da irgendwas? Ne, sieht nicht so aus, ne? Nee. Glaub nicht. Es gibt ja auch so ein paar Gegner, die sind immer wieder drin. Auch Tom Berry ist ja zum Beispiel. Okay. Der Treffpunkt sein. Lasst uns Yuffie und den geben. Okay, das heißt, jetzt können wir wieder die andere Gruppe nehmen und dann können die mit der Bahn fahren. Telefon klingelt. Hey Cloud, wie sieht die Strecke aus? Hab getan, was ich konnte. Wirklich? Wird auch nichts wackeln? Besten Dank für alles. Wir sind so gut wie bei euch. Gut, dann stürzen wir uns mal ins Abenteuer. Nice. Let's go. Hauptsache, Baron hat wirklich jetzt die ganze Zeit diesen Vogel dabei. Du willst wohl mitkommen, was? So ist's gut. Dann los und haltet euch gut. Wo hat er den jetzt hingepackt? Ich muss das machen. Zerstöre mit Hilfe von Barons Gewehr am Yuffies Wurfstern die Shinra-Frachtkisten. James, du hättest vorhin mal, da waren wir im, ach, ich muss selber zielen, da waren wir in Costa del Sol mit einem Bikini, da war Tifa im Bikini unterwegs. Das war anderer FSK 18 Support, Alter, ja, aber hier. Das ist ja lustig. Ich sehe nichts. Sieht so geil aus, ne? Es hat wirklich ein großes Bergwerk mal gewesen, ne? Eine große Mine. Alte Baumrinde, hm. Jetzt ist Schluss! Ja, und das ist die Route, die ich jetzt kenne. Wir passen ins Ziel. Nice. Oh, kann ich nicht mehr. Scheiße, das verfehlt. Okay. Lass mich noch schießen. Verdammt.
War schon cool. Alles okay? War nicht so schlimm wie gedacht. Cloud hat die Strecke wirklich ganz gut ausgesucht. Kotzt sie wohl wirklich, wenn du die andere Strecke gewählt hättest? Ha. Mir war langweilig. Ihr habt's also überlebt. Ja, aber nur ganz, ganz knapp. Wie süß! Folgt uns, seit wir ihn gerettet haben. Sag mal, das hier kenn ich. Die Zwillinge nicht. Er heißt Kikeri Cloud. Sehr erfreut. Nicht lustig. Oh nein, die Mama. Er kommt doch nicht mit, Manu. Größte Enttäuschung im ganzen Spiel. Schade. Der wollte nur mit der Achterbahn fahren. Er gehört zu seiner Familie. Dann mach's mal gut, Kikeri Cloud. Los jetzt. Ja, ich bin gespannt. Regionskarte, warte mal. Das ist wirklich Gold Saucer hier, das hier. Das, was ich schon vermutet hatte. Was wir für eine Strecke gemacht haben, ne? Krass. Kannst kaum erwarten. Ich dachte, du kommst von hier. Tu ich auch. Oh, schöner, giftiger Sumpf. North Coral. Hoppla! Wen haben wir denn da? Welche Ehre, dass wir seine Exzellenz Barrett hier wieder begrüßen dürfen. Dass du nochmal hier aufkreuzt. Ist ganz schön mutig von dir. Bitte schön. Der hier geht aufs Haus. Was fällt euch ein? Lass sie. Aber... Original. An meiner Stelle würde ich mich von dem fernhalten, wenn ihr nicht sterben wollt. Im Original kriegt er sogar direkt auf die Fresse von denen. Und jetzt? Wo sind die Jungs? Seit dem Angriff habe ich ständig Albträume. Im Coral-Gebirge ging es immer ruhig und friedlich zu. Doch inzwischen ist die Gegend zu einem einzigen Monsternest. Red, du bist... Gib mir Taschengeld, bitte! Ach, meine arme Kleine. Was ist nur auf dem... Was ist mit ihm kaputt?
Liegt da irgendwas? Warte mal. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich gehe da jetzt vollkommen umsonst hin. Aha. Ein Rubin. Nicht ganz umsonst. Noch einer. Ein Amethyst. Nicht ganz umsonst. Eine Heilmaterie, eine neue. Ich habe auch noch gar keine Wiederbeleben-Materie, ne? Das wäre ja noch mal ganz praktisch, gerade für den Kampfsimulator. Was ist los? Will man dich woanders auch nicht mehr? Warst wohl wieder zu gierig, was? Was lässt du dir einfach gefallen? Du verstehst das nicht. Dank so einem dämlichen Arschloch habe ich alles verdient. Du kaufst sicher auch was, oder? Der hat ein Booster-Pack. Okay, die Waffen habe ich alle. Okay. Tschüss. Tschüss. All das Gerede von sicherer Arbeit im Reden. Ja, wie man merkt, ist Sparrow hier nicht das Lieblingsgesprächsthema. Beeilung bitte. Was können wir hier noch skillen? Erhöht die Aufladung der Limitleiste. Ja, klingt gar nicht so dumm, ne? Ich weiß noch nicht, was Aero-Impuls. Das sind immer so Fähigkeiten, wo ich immer die einfach dann machen kann. Das ist quasi eine Magie, die keine MP braucht, ne? Als Fähigkeit. Ist irgendwie ganz nice, aber irgendwie ist dann auch Quatsch. Na, die können eigentlich nicht so stark sein wie die Magie selber, weil... South Entrance. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ach so, hier ist der Eingang. Ropeway House Entrance. Ihr Kinder des Planeten, könnt ihr seine Schreie vernehmen? Er ruft nach euch. Okay. Er braucht euch. Da gibt's sogar ein Dashboard, hätte ich gesagt. Ein schwarzes Brett. Keine Aufträge. Okay, raus kann ich noch nicht. Chadley ist auch da. Wie steht es um? Ach ja, bei dem muss man immer das. Nee, wir machen Klavierspielen irgendwann mal, wenn wir alles erledigt haben. Was will er denn hier? Ach, der, nee. Ich bin Bieger, der Brecher unter den Karten. Na, na schön. Aber damit das klar ist, verlierst du, kostet. 7 Gil. Ach, du Scheiße. Wie soll ich das stemmen, ey?
Ha. Uff, aua. Krass. Nee, der ist dumm. Kann ich da eh nicht hinsetzen. Oha, Tomberry. Das macht nix. Er hat trotzdem verloren. Nice. Okay, dieser Eagle-Flow ist ja heftig, wenn der vernichtet wird, dass der andere stärkt. Bomber? Okay, der klingt richtig scheiße. Das ist richtig bescheuert, glaube ich. Nicht so fast! Ich wollte als Kartenspieler eigentlich da irgendwie einen Trick. Sag jetzt bloß nicht, drück dann halt nicht. Willst ja sehen, was du davon hast. Okay. So. Also da unten geht's raus. Da komme ich aber noch nicht raus. Das ist dieser schwebende Dude jetzt, glaube ich. Rolf. Na klar heißt der schwebende Typ Rolf. Schwebender Typ namens Rolf. Mhm. Warum auch nicht, ne? Oder war der das überhaupt? Das wäre so lustig. Ups, runter. Ne, es ist doch nicht der Schwebende, oder? Rolf ist ein Hund. Das ist auch nicht viel besser. Keine Sorge, Rolf beißt nicht. Sag mal, wenn er einen starken. Ich spiele gegen den Hund. Achso, Gokka-Tries gewinne ich. Wenn diese Karte ausgespielt wird, zerstört sie die Verbündeten und geht noch einer auf dem. Was? Warum? Achso, naja, gut, okay. 3 Punkte zerstört den Gegner vor sich. Gar nicht so bad, ne? Und für 2 ist halt auch nicht so scheiße. Ja, diesen Drachen finde ich nicht so geil. Da muss ich nochmal gucken, irgendwie. Vielleicht habe ich ihn auch noch nicht so richtig einsetzen können, aber irgendwie. LOL. Okay, der Kaktor bringt ihm da gar nichts. Nehme ich. Ach, das war dumm. Ich hätte den in der Mitte erobern sollen. Jetzt hat er den oben natürlich. Macht aber nichts. Die mittlere Reihe gehört mir und die untere gewinnt er garantiert nicht.
Oh, ich krieg den oben wieder. Abfahrt, Digga. Guten Ogerpull gemacht. Boah, du Schwein. Jetzt hat er den gespielt. Den krieg ich da oben leider nicht hin. Ah, ich krieg halt nicht wirklich was mehr hin. Aber die obere Reihe habe ich. Hat die mittlere hat er jetzt. Und die untere ist even. Ist egal. No, jetzt haben wir unentschieden tatsächlich. Ah. Fucking hell. Fucking hell. Ah, bitter. Ein bisschen wasted, aber damit ist die untere Reihe schon mal dicht für ihn. Nicht so geil. Das wird nicht gut. Ja, scheiße. Oh. Danke für die ganze untere Reihe. Ach, der bringt mir gar nichts mehr. Aber er klaut mir gerade die Mitte. Das finde ich ein bisschen scheiße. I don't like this. Kann nichts mehr machen. Ich habe auf jeden Fall die untere gewonnen.
Und damit habe ich auch die mittlere gewonnen. Ich bin halt einfach heftig. Gokatris ist ziemlich krass irgendwie, ne? Aber was sagst du? Wir werden übrigens, wenn wir erstmal fernsehen, wir packen das. Okay. So, hier drüben war ich noch gar nicht, ne? Oh. Hey, stört es euch, wenn wir hier kurz vorbeischauen? Ich würde gern Hallo sagen. Was ist denn das? Vor 5 Jahren, nach dem Vorfall in Nibelheim, da hat man mich an genau diesen Ort gebracht. Dr. Sheeran hat mir damals das Leben gerettet. Okay, das wusste ich gar nicht. Moment mal, Dr. Sheeran hat dich behandelt? Kommt! Ich sehe gar nichts. Lass dich nicht täuschen. Ich allein bin deine absolute Wahrheit. Sephiroth! Was ist denn in dich gefahren? Was ist hier los? Wenn das nicht Barrett ist. Oh, hallo Doktor. Ist lange her. Jahre her. Du hast ja ganz schön aufgerüstet, was? Na, bin froh, dich gesund zu sehen. Das gebe ich zurück. So langsam merke ich das Alter. Aber meine Patienten brauchen mich. Außerdem, ne? Erinnern Sie sich? Aber selbstverständlich. Tifa, gut siehst du aus. Wie geht es deiner Wunde? Ist gut verheilt. Ich wollte mich nur noch einmal dafür bedanken. Ohne Sie wäre ich heute sicher nicht hier. Na, du hattest auch viel Glück. Der Shinra-Heli kam genau richtig. Shinra? Wie bitte? Verständlich, dass du dich nicht erinnerst. Aber sie sind nicht alle schlecht. Tifa, dass du noch lebst, verdankst du einer Reihe von Leuten. Das darfst du niemals vergessen. Und lass ihre Güte nicht umsonst gewesen sein. Ja. Aber sag mal... Ihr seid ja ein bunter Haufen. Oh. Ach ja, wo ihr gerade hier seid, helft mir mal. Muss den Patienten ja, na klar. Blut abnehmen. Haltet ihn fest, damit er nicht randaliert. Ach, der untersucht die. Alles an ihnen deutet auf eine Marco-Vergiftung hin. Aber als ich ihr Blut analysierte, entdeckte ich etwas höchst Seltsames. Was genau fanden Sie? Eine Substanz, die mir in meinem Leben noch nicht begegnet ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber etwas Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Die Augen eines Soldaten. Ex-Soldaten. Soldat ist man auf Lebenszeit. Das ist kein Job, den man einfach aufgibt. Hey. Kleine Spende? Keine Chance. Oh. Ich glaube... dass es sich bei den Männern um degenerierte Soldaten handelt. Ist natürlich nur eine Theorie. Um sie zu beweisen, müsste ich mehr Tests durchführen. Sind viele von denen vorbeigekommen? Ja, das sind sie. Um die Verletzten kümmere ich mich hier. Der Rest ist wohl auf dem Weg zum Gold Saucer. Zum Gold Saucer? Ja, frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Hä? Nur die
Klinik und Sheeran haben sich in all der Zeit... Sheeran hat sich für die Lebensmittellieferungen von Shinra eingesetzt. Nur so könne man die Leute hier gesund halten. Krass, ey. Gold Saucer. Das ist doch dieser super berühmte Vergnügungspark, oder? Da fahren wir hin, ja? Kommt schon! Yuffie, das hier ist kein Ausflug. Wir waren noch am Strand baden. Wir suchen die Typen in Schwarz. Das wird so toll. Es gibt eine Seilbahn, die uns direkt zum Gold Saucer bringt. Kommt schon, verschwinden wir von hier. Ah, Nebenquests. Zumindest scheinbar eine. Man kann damals bei diesem grauenvollen Faktor verlustig. Ja, Gold Saucer haben sie hier, glaube ich, irgendwie hingebaut in die Nähe. Der Boss ist weg. Hier verprügelt dich niemand mehr. Also irgendwie, ich glaube, wenn ich die Lore noch richtig zusammenkriege, vielleicht wird es auch noch erklärt, keine Ahnung. Dass das hier halt mal ein Kohlestandort war, eine Kohlemine. Und als Shinra dann auf Marco umgestiegen ist, sind die alle arbeitslos geworden halt. Wir haben einen deiner Männer in Schwarz. Wenn du ihn lebend wiedersehen willst, kostet dich das 10.000 Gil. Wir lassen dich wissen, wie wir das Geld erhalten wollen. Eine Entführung? Jemand scheint zu glauben, dass meine Forschungen an diesem Phänomen mich irgendwie reich gemacht haben. Und was jetzt? Glaubst du, eine Praxis wie diese könnte so eine Summe berappen? Nein. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Ich möchte euch bitten, den Mann zu retten. Deine Sinne sind denen der Menschen überlegen. Alleine mit Hilfe deiner Nase wirst du die Übeltäter ganz bestimmt ausfindig machen. Da bin ich mir sicher. Tja, da ist was Wahres dran. Da kannst du nicht Nein sagen, was? Womit fangen wir an? Das ist ein ganz normaler Brief. Der wird euch nicht weiter. Das scheint Ihnen etwas zu... Cloud, lass mich mal an den... Ich nehme einen sehr charakteristischen Geruch wahr. Das ist Parfüm. Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Ach ja, hier. Diese Lampe reagiert ausschließlich auf die Schwarzkunden. Vielleicht nützt sie euch ja. Eine Taschenlampe. Cloud, hier lang. Kannst du sie wirklich riechen? Unser einer hat einen 7000 mal besseren Geruchssinn als ein gewöhnlicher Mensch. Neben dem... Ist die einzige Quest, ne? Ja. Parfüm nehme ich auch sämtliche Körpergerüche wahr. Ist ja eklig. Daraus ein Geruchsbild, das ganz und gar unverwechselbar ist. Den richtigen Geruch aus der Umgebung herauszufiltern, will natürlich gelernt sein. Und wie rieche ich für dich? Wie ein junger Mann, der zahlreiche Ungeheuer niedergemetzelt hat. Gibt sicher angenehmere Düfte. Keine Sorge, das rieche ja nur ich. Ah, ich kann nicht raus jetzt. Okay, das ist aber ein Weg nicht nach Gold Saucer, okay, sondern in die südliche Region. Okay. Ja. Oha. Ah, was bist du denn für ein Viech? Pass auf. Au. Ein Landwurm. Und tschüss. Nur kein Über. Ich überlebe das. Ist das alles? Nimm dich nicht. Lass mich mal. Das war's. Keine Chance. Hä? Und tschüss. Jetzt. Schluss. Ist zu Ende. Alle. Der Fall ist weg.
Nice. Der hat einfach tiefer gefressen. Was war das mit meiner Stimme? Der hat einfach tiefer gefressen. Überall sind hier die Gegner. Oh, oh. Wow. Ich zähle auf den Meister, mich. Attacke! Sandspeier. Ah. Corell Feldforschung Stufe 1. Kampfsimulator wurde aktualisiert. Okay. Ach so, vielleicht komme ich dann noch nicht ganz in die Wüste. Scheinbar ist da unten ein Lift und wahrscheinlich ist der irgendwie aus oder so. Richtig? Nee, doch nicht. Kann man wohl nutzen, okay? Wie geht das denn nochmal weiter? Nach Gold Saucer muss ich aber doch auch in die Wüste kommen, quasi, um irgendwie die Wüste oder das Gebiet hier wieder zu verlassen, ne? Hier unten ist auch noch irgendwas. Wenn man so die Schemen anguckt, zumindest. Ach, Gold Saucer, ey, der kommt... Da kommt noch so viel, ne? Also ich habe gefühlt mal gerade einen Hauch von dem Spiel entdeckt. Wieso? Ist krass. Nur so ein Gefühl. Du hast sie entführt. Oh. Hallo? Ihn. Der ist das nicht. Der riecht ganz anders. Oh nein, seine Fährte ist weg, oder? Na, da hat wohl jemand Hunger, was? Ist aber nicht für dich, Kleiner. Ich mach doch bloß Spaß. Hier hast du ein Häppchen. Du hast nicht zufällig einen Mann in Schwarz gesehen. Jetzt, wo du es sagst. Da saß einer auf einer Chocobo-Kutsche, die in Richtung der Höhle gefahren ist. Ganz in der Nähe. Chocobo-Kutsche? Warum? Warum campt der hier einfach? Und wie weit man einfach mal gucken kann. Das ist so krass. Da hinten ist man hergekommen. Da ist der Ort. Da ist übrigens Gold Saucer. Crazy. Es ist gar nicht Gold. Bin enttäuscht. Du musst wissen, meine Nase hat auch einen Schwachpunkt. Welchen denn? Gegen meinen Hunger ist sie machtlos. Der Geruch des Fleischs hängt mir immer noch in der Nase. Ich kann gerade kaum etwas anderes wahrnehmen. Findest du aber da ist die Kutsche. Um dich außer Gefecht zu setzen, braucht es also nur ein Steak. True. Sieh mal, Cloud. Sie müssen hier irgendwo sein. Wollen wir einmal Sheerans Lampe ausprobieren? Die Uhr bringt Ausdünstungen von Schwarzkutten zum Fluoreszieren. Ja, geil. Ich will seine Fürze riechen, oder was? Oh, heilige Scheiße. Er hat alles angegrabbelt hier. Ach du Scheiße. Und tschüss! Auf geht's!
gezeichnet. Los! Komm! Jetzt oder nie! Und tschüss! Ich glaube, bei denen, bei diesen Sandspeiern, muss man die, glaube ich, irgendwas, die, ihre Fähigkeiten blocken, damit die noch ein neues Halsband. Ey, nur mal Waffen für andere Leute finden, außer mal für die gleichen. kann ich das schon ausrüsten? Nee, ich muss seine Fähigkeit noch lernen. Okay. Mal angenommen, wir finden sie. Was machen wir dann? Bin ich denn überhaupt? Achso. Mit den Entführern. Sheeran wollte den Mann in Schwarz zurückbringen. Aber über die Entführer hat er kein Wort verloren. Also, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Kann ich auch erst hier lang gehen? Ich wette, hier ist eine Truhe oder so. Ne, ist eine Sackgasse. Ja, okay. Aber warum entführen die so einen Typen? Es kann doch nur wieder so ein Hampeltyp sein, der jetzt hier gerade auftaucht. Der dann, wie der Arzt halt schon sagte, so, ja, warum, wie kann man glauben, dass man damit so viel Geld hat, plötzlich auch von 10.000 beraten könnte? Bin ich ganz anderen Weg gelaufen. Ups. Oh, Tiesse. Nehmen wir. 2000 Gil. Ja, okay. Ach du Heilige. Ne, das sind normale Gegner, oder? Das sah so crazy ein Gegner aus, weil das so mega Viecher waren. Das sollte reichen, nichts überstürzt. Ist tot? Ich zähle auf dich. Jetzt erst recht. Nicht übertreiben, mein Auftritt. Ja, also da bin ich ja den anderen Weg gelaufen, der war zwar ein bisschen länger, aber es war ja der richtige am Ende. Bin ja zum gleichen Ergebnis gekommen. Also, der Lösungsweg war ein anderer, aber das Rechenergebnis ist das gleiche, ja, also. Und ich habe 2000 Gil abgestaubt. Ah, Mockery-Medaille nehmen wir immer mit. So, ich bin daher gekommen. Naja, diese Treppe runter, ja, ja. Okay. Jetzt komme ich in irgendwie. Uff. Ich dachte, wir haben das hier so eine kleine Nebenmission und wir haben das gleich erledigt und so. Nö, scheinbar nicht. Das wollte ich nicht.
Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Hier ist irgendwie... Aha. Das ist ja mal, wie diese Lampe anmacht, war das nervt. Ah, da unten sind irgendwelche Gegner. Schon wieder fast tot, cool. Lol. Ganz außerhalb des Kampfes, aber trotzdem mit Aerith heilen, obwohl sie gar nicht mitkämpft aktuell. Ist ja crazy. Da komme ich nicht hoch. Das wusste ich gar nicht. Ziemlich viel Loot. Okay. Da komme ich so, glaube ich, nicht hoch. Warte mal. Ja, auf jeden Fall irgendwie hier lang. Aber hier hinten... Da oben ist auch noch irgendwie was. Verschlossen. Ja, schade. Finde einen Weg, die Tür zu öffnen. Hm. Mit Gewalt. So, wie komme ich da? Nicht hoch, ne? Von da drüben, aber da komme ich nur runter. Wie komme ich denn von hier da? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Geht das überhaupt? Sieht halt nicht so aus. Hä? Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ich dachte, das ist mal eben kurz eine Nebenquest hier. Nö, nö. Oh. Übernimm du. Scheiße. Lol, ich kann das auch machen.
Komm, ich will den da. Jetzt. Den brauche ich hier. Ich bin der Master. Aha. Ich dachte, eine Yuffie kann das. Nice. Die komischen Dinger an der Decke hatte ich überhaupt noch nicht gesehen gehabt. Da ist ein Schalter. Jetzt versehen die einfach runterfallen hier. So normal wieder hochlaufen. Versehentlich hier die Stange schon runtergerutscht. So, jetzt komm her hier, du Sack. Gib mir meinen Gefangenen, du kriegst keine 10.000 Geld. Ganz viele Kisten. Das ist ihr Lager. Ist allerdings niemand zu sehen. Lass mich Kisten kaputt machen. Zu Hilfe! Wir wurden verschleppt und jetzt hält man uns hier gefangen. Sie hat den verschleppt. Was willst du damit sagen? Verdächtigst du mich etwa? Oder ihn hier? Dieser Geruch. Cloud, das sind die Entführer. Sag ich doch. Ups, aufgeflogen. Cleveres Hündchen hast du da. Hast uns einfach durchschaut. Wo ist der echte Mann in Schwarz? Als würden wir euch das verraten. Macht euch lieber schon mal auf Ärger gefasst, denn vor euch stehen eure bislang... Denn es kommen noch härter, da? Jesse und James. Barry. Ich dachte, ich kämpfe gegen menschliche Gegner. Ja, klar, die haben einfach so hässliche Viecher dabei, natürlich. Hoffentlich überlebt ihr. Würdet sicher ein hübsches Lösegeld abgeben. Sein Viech oder was? Nur kein Über. Gut. Aua. Scheiße, Alter. Holy shit. Dann übernimm. Was ist das alles? Zack! Was war das denn? Was hab ich denn für eine Drehung gemacht? Jetzt.
sehe gar nichts. Gar nicht mal so übel. Rück den Mann in Schwarz raus. Und was das war der, oder? Ganz ruhig, Liebes. Weiß doch schließlich keiner, wo wir den Kerl versteckt halten. Wie schon gesagt, das Lösegeld beträgt... Hey, wer hat gesagt, dass du rauskommen darfst? Hängst die ganze Zeit träge rum, aber jetzt auf einmal, ja? Was denn? Kennt ihr euch etwa? Hey, Barry, hast du die Augen von dem Kerl gesehen? Das ist ein Soldat. Ex-Soldat. Ach, deswegen hast du hier so auf die Kacke gehauen. Aber ich weiß Bescheid. All diese wandelnden Altkleiderhaufen gehörten mal zu Soldat. Ihr Typen seid stark, aber wer will am Ende schon so rumlaufen? Viel Spaß euch, Turteltauben! Genießt die Zeit zusammen! Ciao, ciao! Lass sie. Wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zurück zu Sheeran. Okay. Oh, jetzt bin ich direkt schon wieder zurück. Hallo, ich wollte noch da looten. Da waren noch Kisten im Raum. Mano. Oh, cool. Er sieht ein wenig mitgenommen. Stimmt es wirklich, dass die Zellen von Soldaten degenerieren? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Informationen über Soldaten sind nicht öffentlich zugänglich. Und Shinra hat außerdem seine eigenen Ärzte für interne Untersuchungen. Ich weiß daher vermutlich weniger als du. Hast du denn irgendwelche Symptome? Keine, nein. Nun, die Soldat-Technologie ist relativ neu. Vermutlich weiß selbst Shinra nicht, welche Effekte über die Jahre auftreten werden. Deshalb ist jede kleine Information wertvoll. Also, gibst du mir jetzt etwas Blut? Nein. Na, ich kann warten. Nice. Guck mal, Quest erledigt. Das trifft sich doch auch ganz gut. Das passt auch sehr hervorragend, denn wir machen auch für heute Feierabend. Wir haben jetzt echt lange genug gestreamt. 8 Stunden sind wir dabei. Und ja, wir gucken beim nächsten Mal weiter. Ich denke mal morgen. Seid gerne wieder mit dabei. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Genießt ihn. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.